Das Team hat einen alten, kaputten Monitor aus unserem Makerspace genommen und hat ihn hier in dieses Projekt integriert. Und auch das ist genau der Spirit von Jugend hackt. Ja, arbeiten mit dem, was man hat. Denn dafür steht letztendlich auch das Wort Hacking. Kreativ mit Technik und der Umgebung umgehen. Und ja, jetzt, ihr seid dran. Panu, Frederik, Milena und Jasper, der schon weg ist, der früher zum Zug musste. Wir haben uns etwas überlegt, wo man einen Spiegel hat, auf dem man gleichzeitig sein eigenes Bild und Daten sehen kann, wie zum Beispiel die Uhrzeit, das Wetter, ein paar Videos, Termine, Bilder und ein paar Nachrichten von einem selbst. Als Hardware haben wir ein altes Samsung-Display, ein Raspberry Pi 3B benutzt, dann haben wir noch einen Holzrahmen selbst zugeschnitten und eine Plexiglasscheibe mit Spiegelfolie eingesetzt. Und offensichtlicherweise haben wir auch noch Kabel und Schrauben verwendet. Kann man überall sehen. Also damit man auf dem Bildschirm das alles sieht, haben wir Mirrors benutzt, also das ist ein Betriebssystem für Smart Mirrors und es zeigt halt Informationen im Spiegel an. Und damit man das Betriebssystem auf den Raspberry Pi bekommt, mussten wir es auf die SD-Karte flashen. Also flashen ist halt, wenn man halt die SD-Karte raustut und halt den Computer tut und dann halt was drauf runterlädt. Ja. Wir haben uns überlegt, was gut gelaufen ist. Die Mentoren bei uns waren sehr hilfreich. Wir mussten nicht sehr viel programmieren, weil es dieses MirrorOS schon bereits davor gab. Genau, wir haben den Bildschirm, den man vielleicht jetzt nicht unbedingt sieht, hier hinter ist nämlich einer, den haben wir upgecycelt und das Sägen hat auch sehr gut geklappt. Was leider nicht so gut lief, ist, dass wir eigentlich noch vorhatten, dass das alles sprachgesteuert ist. Aber dazu haben uns leider die Materialien gefehlt. Dann ist das Display zu dunkel und und wir haben jetzt nicht unbedingt so unfassbar gut zusammengearbeitet. Okay, das läuft. Dann, was wir uns überlegt haben, was man noch machen könnte, ist, dass der das Gesicht erkennt und wie gesagt, die Sprachsteuerung könnte man noch hinzufügen. Außerdem könnte man anstatt der Sprachsteuerung auch noch eine Gestensteuerung hinzufügen und vielleicht noch einen Sperrcode, damit nicht jeder sehen kann, wenn zum Beispiel Benachrichtigungen da drauf sind. Also jetzt nochmal kurz, was halt nicht so gut lief, weil da kein Shopping stand. Das war halt, weil wir eigentlich die Sachen selbst kaufen wollten, aber dann hat sich halt ein Mentor dazu gemeldet, die selbst kaufen. Aber man hätte halt darauf achten müssen, dass es eher eine detaillierte Zeitplanung gäbe, weil, ja, wir haben das halt ein bisschen, ja, verschätzt. Also man hätte alle Teile testen sollen. Ja, der Bildschirm war echt zu dunkel, weil wir wollten halt, ja, man wollte es halt eigentlich recyceln, also wir wollten halt eigentlich einen neuen Bildschirm holen, aber dann kam halt einem die Idee, einen recycelten zu nehmen, also damit wir den nochmal benutzen konnten, weil es gab halt einen alten Samsung-Bildschirm, aber ist eigentlich egal. Wir hätten genauer recherchieren sollen, weil es vielleicht an manchen Stellen ein bisschen schief ging, aber ging eigentlich. Also wir hätten auf jeden Fall bei der Sache bleiben sollen, weil wir manchmal ein bisschen vom Punkt gekommen und ja, wir hätten die Umgebung beachten sollen. Genau, hier sind unsere Quellen und wenn ihr euch für ein Smart Mirror interessiert, also wenn ihr vielleicht selbst einbauen wollt oder so, schaut euch gerne unseren Code an, das ist alles auf GitLab veröffentlicht.